Willkommen in der Be Awesome Show, deine Show für dein Leben, dass du glücklicher und gesünder gestalten kannst, als du es dir gerade noch vorstellst. Wir alle kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in dieses Leben. Wir alle haben schlechte Gewohnheiten, kritisieren uns selber und stehen uns manchmal selbst im Wege. Aber es ist völlig egal, wo du stehst. Es ist völlig egal, wie herausfordernd dein Leben gerade ist. Es geht immer nur darum, in welche Richtung du dich bewegst. Und diese Show wird dich unterstützen, ein bisschen gesünder zu sein, ein bisschen glücklicher zu sein. It's your time to be awesome today. Ich hatte in den letzten Wochen und Monaten eine sehr intensive und auch für mich sehr, sehr schwierige Zeit. Ihr habt das bei Instagram so ein bisschen mitverfolgt. Marc und ich haben uns privat getrennt. Das, was für mich am allerschwierigsten war, war, dass in der Firma ja auch viele meiner Programme sind, also dass der größte Teil meiner Arbeit da drin war. Und das hat sich immer angefühlt wie mein Baby und wir haben das gemeinsam aufgebaut. Es war eine intensive Reise und da war sehr viel Herzblut von mir drin. Und gleichzeitig hat es aber einfach nicht mehr geklappt. Wir hatten unterschiedliche Vorstellungen und es gab intensive Phasen und Zeiten und so eine Trennung, die zieht sich nicht nur über jetzt ein paar Wochen, sondern über ein paar Monate. Und für mich persönlich war das alles andere als einfach. Ich habe auf Instagram Kritik bekommen, dass ich so fertig aussehe, dass ich so abgenommen habe. Fragen, ob ich irgendwie essgestört sei. Ich habe mich einsam gefühlt. Ich habe mich so einsam gefühlt wie noch nie in meinem Leben. Ich weiß noch, wie ich nächtelang wach lag, weil meine Autoimmunkrankheit totale Rückschritte gemacht hat. Also mein Körper war wieder im Entzündungsmodus. Ich hatte tatsächlich, manche haben bei Stress mehr Appetit, ich eigentlich eher auch, aber in dem Fall hatte ich weniger Appetit und ich habe sehr ungesund gegessen, sehr einseitig gegessen. Intuitiv hatte ich nur noch Lust auf Schokolade. Und das Krasse war, dass ich das Gefühl hatte, meine eigenen Methoden funktionieren bei mir nicht mehr oder das, was ich so beigebracht hatte. Und das war ein krasser Rollenkonflikt. Ich musste mich völlig neu definieren, mich völlig neu ausrichten. Wer bin ich ohne meine Beziehung? Wer bin ich, wenn es mit der Arbeit gerade schwierig ist und herausfordernd ist? Wer bin ich, wenn meine Gesundheit nicht auf dem höchsten Level ist? Und ich weiß noch, wie ich da wirklich nächtelang wach lag, mit Selbstzweifeln, mit Ängsten, mit Sorgen. Das war krass. Und es gab zum Glück in dieser Zeit einen Moment oder immer wieder Momente und Dinge, die mir geholfen haben. Und eine Sache, die mir wirklich so sehr weitergeholfen hat, ist als erstes, dass ich mich wieder, und das ist auch der erste Schritt in dem Awesome Body Konzept, das ich entwickelt habe, ist, dass ich mich wieder mit einem höheren Bewusstseinszustand verbunden habe. Das heißt, ich habe mich entschieden, rauszugehen aus dem Schmerz und mich wieder zu verbinden mit Liebe, mit Dankbarkeit, mit Freude, mit meinem Herzen und mit dem, was mein Herz mir sagt. Und das Krasse war, dass in all dem, was passiert ist und in all dem, was für einen unfassbaren Schmerz ich erlebt habe, mir der Glaube und die Verbindung zu was Höherem, zu einem höheren Bewusstsein geholfen hat, da wieder rauszukommen. Ich habe mir selber wieder angefangen, Audios zu sprechen. Ich habe spannenderweise auf mein ganzes medizinisches Fachwissen wieder zugegriffen. Das heißt, ich habe geguckt, welche Lebensmittel sind antientzündlich. Das heißt, welche Lebensmittel sorgen dafür, dass die Entzündung in meinem Körper zurückgeht. Ich habe geguckt, welche Lebensmittel sorgen dafür, dass ich mit Nährstoffen versorgt bin. Wie kann ich mein Gewicht gesund regulieren? Das heißt, wie kann ich darauf achten, dass mein BMI auf einem gesunden Level ist? Und das gilt sowohl fürs Abnehmen als auch fürs Zunehmen. Du kannst das selber beeinflussen. Und manchmal sagt unser Körper uns intuitiv nicht das richtige Gewicht. Ich habe für mich wieder ein Bewusstsein für die Basics der Ernährungslehre bekommen, die ich alle in meiner Ernährungsmedizinerin-Ausbildung gelernt habe und die tatsächlich mir total weitergeholfen haben. Also
Beispielsweise genug zu trinken, beispielsweise mich Blutzucker stabil zu ernähren, beispielsweise die Qualität an Lebensmitteln, die ich zu mir nehme, die Qualität, wie man das kombinieren kann, also dass du beispielsweise deinem Körper ausreichend Gemüse anbietest, dass du deinem Körper wieder gesunde Proteine anbietest, damit deine Muskeln gut funktionieren, damit deine Endorphine gut funktionieren, dass du wieder lernst, wie du deinen Stoffwechsel wieder aktivierst, damit du wieder Lust hast, dich zu bewegen, damit du wieder rauskommst aus dieser Lethargie, damit du wieder Freude an der Bewegung empfindest. Dann aber auch natürlich das Thema entzündungshemmende Ernährung, was gerade bei meiner Autoimmunkrankheit sehr, sehr wichtig war. Und all das eben wie immer, wie in all meinen Programmen, die ich in den letzten Jahren entwickelt habe, ganz viel in Kombination mit dieser Mindset-Arbeit, also mit den eigenen Gedanken, mit dem eigenen Selbstbild, also wieder daran zu glauben, dass du es verdient hast, gesund und glücklich zu sein, wieder sich damit zu verbinden, dass es dass das Leben es gut mit dir meint und dass es irgendwo doch eine Art Führung gibt, einen Weg gibt, der für dich vorbestimmt ist. Und ja, dann tatsächlich, also all die Dinge der Ernährungslehre, genug Wasser trinken, also es ist auch so wichtig, genug Wasser zu trinken. Ich hatte einen Zwischenfall mit meinem Opa, das habe ich auch in meiner Instagram-Story erzählt, wo ich mich ganz intensiv drum gekümmert habe und der total dehydriert war und wo ich wirklich ihm das Wasser in den Mund gekippt habe, damit sein Körper wieder funktioniert und man so krass jetzt gesehen hat, wie was für einen riesen Einfluss das auf die Gesundheit hat, alleine genug zu trinken, aber auch Nährstoffe zu sich zu nehmen. Ich habe gemerkt, wie meine Haut besser geworden ist, meine Haare sind besser geworden, meine Stimmung ist wieder besser geworden. Und bei den Nährstoffen geht es eben darum, erstens natürlich auch wieder Bewusstsein fürs Hungergefühl, wie immer. Das kennt ihr aus den ganzen Inhalten, die ich bisher gesagt habe. Iss nur dann, wenn du wirklich körperlich hungrig bist. Also achte darauf, was für deinen Körper wirklich gut und gesund ist. Der zweite Schritt im Prinzip, also nicht nur das, worauf du Bock hast, sondern eben das, was deine Gesundheit unterstützt, was dein Immunsystem unterstützt, was dein Stoffwechsel unterstützt, was dein Kreislauf unterstützt. Und bekomme ein neues Bewusstsein vor allem auch dafür. Das heißt, verbinde dich wieder mit der Natur. Ich habe auch tatsächlich jetzt in den Aufnahmen von Awesome Body, ich hatte vor einer Woche die ganzen Aufnahmen und es war so krass, weil ich da eine Meditation gemacht habe, wo man sich mit der Natur verbindet, wo man sich mit den frischen Lebensmitteln, wo man durch den Gemüsegarten geht und wirklich so wieder spürt, wow, wie gut tut mir das, eine frische Tomate zu essen, wie gut tut es meinen Zellen, wie viel Nährstoffe nehme ich jetzt zu mir, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Ich habe auch tatsächlich geguckt, wie sieht es bei mir aus mit Mangelernährung, mit Nahrungsergänzung, mich darüber noch mehr informiert, was da überhaupt sinnvoll ist und was überhaupt unsinnig ist, weil das auch das wieder super individuell ist und das super viel gefährliches Halbwissen da draußen gibt. Dann das Thema Blutzucker, ganz wichtig, gerade wenn man viel Stress hat, so wichtig, auf eine blutzuckerkonstante Ernährung zu achten. Und da spielt eben auch das Thema gesunde Proteine mit rein. Also was sind gesunde Proteine, in welchen Proteinen sind Nährstoffe enthalten, woran erkennst du eine gute Qualität? Und hier natürlich mageres Fleisch, gute Qualität und Herkunft, pflanzliche Proteine, ganz wichtig. Dann das Thema gesunde Fette. Was sind gesunde Fette? Wie ist das mit Omega-3-Fettsäuren? Ist regelmäßig beispielsweise gesunden Fisch, fettreicher Fisch, kann dabei helfen, Entzündungen zu hemmen. Dann das Thema, klar, Nüsse, Saaten, super toll, kommt direkt in der Natur vor. Du merkst also ganz viel auch Verbindung wieder mit der Natur, sich wieder mit der wirklichen Intuition verbinden, mit dem, was natürlich ist. Und dann der nächste Punkt, das Thema Emotionsregulation. Denn ich könnte jetzt wahrscheinlich noch 10 Jahre über das Drama trauern, was ich erlebt habe. Ich könnte jetzt noch 10 Jahre lang heulen um meine Beziehung. Ich könnte im Sumpf versinken, dass ich meine Firma, mein Baby zurücklassen musste. Ich habe all diese Tränen geweint, ich habe all das Drama durchlaufen, ich habe das alles erlebt, aber es hat mich nicht gesund gemacht. Es hat mich noch kränker gemacht und ich habe mich entschieden, da auszusteigen. Ich habe mich entschieden, für meine Gesundheit und für meine Mission wieder
in Freude zu leben, in Awe zu leben, darum auch Be Awesome Show und mich wieder zu verbinden mit der Leichtigkeit, mit dem Vertrauen ins Leben, mit dem Vertrauen in, dass das Leben es gut mit dir meint, mit der Freude über die kleinen Dinge, mit der Freude über die Sonne, die dich morgens aufweckt oder ja, echte Verbindung zu anderen Menschen, die dir gut tun. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei natürlich auch das Thema emotionales Essen oder emotionales Nicht-Essen oder emotionales Kompensieren. Bei mir natürlich immer Schokolade. Schokolade war schon immer meine Droge. Ich sage jetzt bewusst Droge, weil ich damit meine Gefühle kompensiert habe und weil es Zucker, weißt du ja, setzt Serotonin frei. Dopaminhormone, also das kann tatsächlich wie Kokain wirken. Dazu habe ich auch im Frühstücksfernsehen gesprochen vor 2 Wochen. Und tatsächlich ist es so, dass ich gelernt habe, wie ich mit negativen Gefühlen besser umgehen kann und wie ich Grenzen setzen kann, aber auch gleichzeitig Sachen aus der Vergangenheit loslassen kann, um wieder mehr im Jetzt zu sein und um auch wieder meine Zukunft proaktiv zu gestalten. Und das Schöne ist, dass sich dadurch mein emotionaler Hunger auf Schokolade so krass reduziert hat, von irgendwie 2 Tafeln Schokolade am Tag und teilweise nicht viel anderem, was ich gegessen habe, ein paar Nüsse oder so, zu jetzt wieder total viel frische, gesunde Lebensmittel. Ich glaube, man sieht es mir auch an, dass ich wieder besser aussehe, dass ich wieder mehr strahle, dass ich wieder eine bessere Haut habe, meine Haare wachsen besser. Ich hatte ja zwischendurch auch die verrückten Frisurexperimente, weil auch meine Haare natürlich stumpf waren, kaputt waren und gelitten haben unter dem ganzen Drama, was ich erlebt habe. Und das also, negative Gefühle, lernen damit umzugehen, lernen sich nicht so krass damit zu identifizieren und lernen, wie du dein inneres Kind tröstest, weil häufig wollen wir auch gerade in Beziehungen, wir wollen anderen gefallen, wir wollen von allen gemocht werden und da ist es eben wichtig, dass du auch lernst, dir selber zu gefallen und von dir gemocht zu werden, auch alleine sein zu können. Ich habe dazu auch eine Show-Episode aufgenommen, die kann ich auch in den nächsten Wochen mal veröffentlichen. Die ist gerade im Schnitt, aber ich schiebe jetzt mal diese Folge hier an dieser Stelle rein. Und ja, das Wichtigste zu guter Letzt, und das war jetzt auch meine finale Entscheidung dann, warum ich jetzt gesagt habe, okay, ich möchte mich mit Be Awesome selbstständig machen, ich möchte neue Programme entwickeln, wieder auf dein eigenes Herz zu hören und wieder auf deine Intuition zu hören. Und egal wie tief das Drama war, egal wie tief der Schmerz war, egal wie krass die letzten Wochen und Monate waren, es gab eine Sache, die ich ganz klar die ganze Zeit gespürt habe. Ich muss da raus, ich muss wieder Menschen gesünder und glücklicher machen, ich muss wieder näher bei euch sein, ich muss wieder Programme entwickeln, ich muss wieder kreativ werden, ich muss mein Wissen mit euch teilen, ich möchte noch tiefer gehen, ich möchte fundierter arbeiten, ich möchte näher arbeiten, ich möchte intensiver mit euch arbeiten. Und das ist das, was mein Herz mir gesagt hat. Und das Krasse ist, dass mit dieser Entscheidung auch wieder so eine Energie mir freigesetzt wurde. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast auf meinem Account, ist so viel neuer Content und das ist erst ein Bruchteil von dem, was ich veröffentlicht habe. Einfach, weil ich wieder kreativ bin, weil ich wieder im Schaffensmodus bin, weil ich wieder auf mein Herz höre, weil ich wieder mich frei fühle, kreativ zu erschaffen. Und klar muss man dafür gewisse Kompromisse eingehen und ich bin Kompromisse eingegangen in der Trennung. Und klar sind das auch finanzielle Kompromisse und auch viele Kompromisse, emotionale Kompromisse ohne Ende mit den ganzen Programmen, die ich selber da zurücklasse. Aber ich habe mich entschieden, meine Energie jetzt nach vorne auszurichten, auf das, was ich bewegen will in der Welt, auf den Unterschied, den ich machen will. Und das Krasse ist, und ich kann dir das auch nur empfehlen, hör wieder auf dein Herz, mach das, was dein Herz dir sagt, mach das, was für dich stimmig ist, folg deinem eigenen Weg, vertrau wieder ins Leben, vertrau darauf, dass das Leben es gut mit dir meint, weil das Leben ist verdammt schön, wenn wir wieder unser Bewusstsein dafür öffnen. Und wirklich so schön, dass mir schon jetzt wieder fast die Tränen kommen. Und komm wieder im Hier und Jetzt an, triff die Entscheidung, deinen Schmerz wieder zu heilen und auch wenn es Zeit braucht, auch wenn es intensiv ist. Manchmal muss man krasse Entscheidungen treffen, aber ich habe diese Entscheidung für mich getroffen, für meine Freiheit, für meine Kreativität und vor allem auch für euch, für meine Mission, für all diejenigen, die jetzt hier
gerade die Show schauen, für all diejenigen, die sich von meiner Arbeit berühren und bewegen lassen wollen. Und für all diejenigen, die das Gefühl haben, dass meine Arbeit einen Unterschied in ihrem Leben gemacht hat in den letzten Jahren und auch in Zukunft macht, I'm back. Ich möchte für euch da sein, ich möchte euch unterstützen. Und ich glaube, das spürt man und ich glaube, ich spüre, dass das Leben und das Universum das auch spürt, weil es haben sich neue Türen geöffnet in meinem Leben, es haben sich neue Möglichkeiten ergeben, neue Chancen, über die ich euch auch noch mehr erzählen werde, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Aber manchmal muss man mutig sein und dem eigenen Herzen folgen und krasse Schritte gehen, wenn man einfach spürt, dass das alte Leben nicht mehr passt und dass man sich zu sehr verbiegen müsste, um dem gerecht zu werden und dass man noch authentischer sein möchte. Und ich glaube, das braucht die Welt. Ich glaube, gerade in Zeiten der künstlichen Intelligenz braucht es wieder echte Menschen. Es braucht Menschen, die sich zeigen. Es braucht Menschen, die ihre Erfahrungen teilen, die ihr Wissen teilen, die ihren Schmerz auch in einem gewissen Rahmen teilen, im Sinne von Einfühlungsvermögen und Empathie. Und ich möchte einfach in meinem Rahmen, so gut ich das kann, Mehrwert für dich bieten und Inhalte für dich bieten, die dich unterstützen. Und ich möchte hier an dieser Stelle auch einfach mal direkt die Fragerunde eröffnen. Ich habe jetzt so ein paar Dinge gesagt zu Awesome Body, aber ihr könnt hier super gerne mal in die Kommentare schreiben. Sowohl bei Spotify gibt es die Funktion, als auch bei YouTube, als auch bei Instagram könnt ihr mir schreiben, aber einfach hier drunter direkt. Was sind eure Fragen zu Awesome Body? Was sind eure Fragen zu meinem neuen Weg? Was sind eure Fragen generell zu allem, was kommt? Und ich bin ja schon super kreativ gewesen. Ich habe auch schon die meisten unfassbar viele Videos aufgenommen und bin sehr dankbar, dass es auch so gut zu dem passt, was ihr an Fragen hattet bisher. Und ich habe die Feed Your Heart Challenge für euch aufgenommen, wo ich wirklich dieses mit dem Bewusstsein, also dass du dein Bewusstsein erhöhst, dass du dich wieder mit deiner inneren Weisheit verbindest, mit deiner Intuition verbindest, mit der Freude verbindest und aber auch gleichzeitig dein Unterbewusstsein fütterst mit den ersten positiven Suggestionen. Du wirst es merken, wir starten jetzt direkt, wenn du am Sonntag schaust, geht's am Montag los, starten wir unsere Feed Your Heart Challenge. 5 Tage lang bekommst du jeden Tag ein Video und ein Audio von mir. Das Ganze hat einen Wert von 49 Euro, mache ich völlig kostenfrei jetzt zum Start, weil ich einfach will, dass möglichst viele Menschen jetzt mitmachen. Und da bekommst du von mir Audios, wo wir wieder dein Spirit, dein State of Awe anzapfen und wo du vor allem auch Suggestionen, wo ich dir Suggestionen gebe. Ich habe ja diverse Ausbildungen im Bereich Hypnose, medizinisch anerkanntes Verfahren, mentales Training, Coaching, NLP und, also ganz viele Möglichkeiten, die dir helfen werden, dass du in deinem Unterbewusstsein einen Samen siehst, die ersten Schritte siehst zu gesünderen Essgewohnheiten. Gerade dann, wenn du abnehmen möchtest, wenn du deinen Stoffwechsel aktivieren möchtest, wenn du lieber mit Freude wieder zu gesünderen Lebensmitteln greifen möchtest, wenn du lernen möchtest, wie du deine Essensgelüste mehr in den Griff bekommst, wenn du lernen möchtest, ein bisschen mehr erfüllt zu sein, ein bisschen glücklicher zu sein oder sogar viel erfüllter und viel glücklicher, dann solltest du mit dabei sein. Es gibt jeden Tag tolle Impulse. Ich freue mich darauf. Ich freue mich für dieses Kickoff, weil das ein cooles Kickoff ist. Ich bekomme schon ein paar Ernährungsbasics an die Hand. Auch in den Audios streue ich immer mal wieder was ein, was dir helfen kann und wird. Und an der Stelle Trigger, Warnung ist es. Ich habe gefragt, die meisten von euch wollen abnehmen. Es eignet sich eher für Menschen, die abnehmen wollen, aber auch für Menschen, die gesund ihr Gewicht halten wollen. Und im Awesome Body Programm lernst du dann ganz genau, wie du dein Gewicht konkret steuerst, also wirklich anhand von ganz konkreten Kennzahlen, auch wie du das Thema Kalorien auf eine liebevolle und positive Art für dich lösen kannst, weil nur intuitiv reicht eben nicht für alle. Nährstoffe richtig einsortierst, wie du die Mahlzeiten zubereitest und vieles mehr. Aber dazu dann mehr, da werde ich auch nochmal separat mit euch vielleicht ein Webinar machen oder vielleicht auch ein Video zu machen. Aber mir war es irgendwie wichtig, jetzt mal ein bisschen durch meine persönliche Reise zu gehen und das mit dir zu teilen und diesen Weg jetzt
gemeinsam weiterzugehen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf unsere Reise. Ich freue mich darauf, jetzt wieder näher bei euch zu sein. Und ja, ich habe jetzt erstmal ein bisschen auch investiert in die Show, in die ganzen Inhalte, die kommen. Aber ich glaube, dass es das wert ist, weil ich glaube, dass die Inhalte wichtig sind und dass sie richtig sind und dass, wenn sie mir geholfen haben. Und ich habe mit so vielen Menschen aus der Zielgruppe im letzten halben Jahr gesprochen und auch geguckt, wie sie essen. Sie werden auch euch helfen. Also ich habe wirklich gesehen, was dann auf dem Teller landet. Und intuitiv ist eben für die meisten emotional. Das heißt, handeln aufgrund von alten Konditionierungen, handeln aufgrund von dem, was man in der Kindheit, womit man belohnt wurde, handeln aufgrund von dem, was vielleicht gar nicht gesund ist. Und da ist es eben sehr wichtig, auch die Intuition wieder zurückzuerlangen, wieder zu spüren, was ist wirklich intuitiv. Und da braucht es manchmal Wissen, da braucht es Input, da braucht es Ernährungslehre auf eine liebevolle und positive Art und Weise, sodass du sie auch annehmen kannst. Und ja, da braucht es vor allem auch Unterstützung. Feed your heart, weil ich hatte auch Unterstützung. Ich hatte in den letzten Wochen und Monaten auch Unterstützung. Ich hatte ganz tolle Menschen um mich. Ich hatte meine Familie, die für mich da war. Ich hatte ganz tolle Freunde und Freundinnen. Ich war viel mit Kindern zusammen. Ich war viel mit älteren Menschen zusammen. Ich war auch wieder im Krankenhaus unterwegs. Also ich habe so viel gesehen und gemacht und getan, was mir gut getan hat und wo ich wieder Verbindung, echte Verbindung gespürt habe. Und ich glaube, diese Verbindung brauchen wir und darum ist es mir auch wichtig, noch näher zu sein, die Audios für dich zu sprechen und dir diese Verbindung zu ermöglichen, zumindest auf auditiven Weg. Und ja, die Konzepte werden sich natürlich weiterentwickeln und ich werde immer wieder was Neues machen. Aber jetzt zum Einstieg kannst du die Feed Your Heart Challenge kostenfrei machen. Darum geh auf www.dr-awe.de, Doktor einfach dr-awe, A-W-E, www.wasser.de/heart, also Herz, H-E-A-R-T. Und ja, schau in die Inhalte rein, mach sie mit, sei mit dabei, komm auch, wenn du Lust hast, gerne in die Facebook-Gruppe. Ich freue mich auf dich, ich freue mich, dich zu unterstützen, ich freue mich, wenn unser gemeinsamer Weg weitergehen kann. Und ja, ich habe im Gefühl, dass es der richtige und wichtige Schritt jetzt war für meine Gesundheit, für mein Herz, für meine Seele, wieder meiner Herzensmission mehr zu folgen, noch kreativer zu werden, aber auch für dein Herz und deine Seele, wenn du magst und dich von mir unterstützen lassen möchtest und für deinen Körper. Und lass uns diese Reise gemeinsam gehen. Let's be awesome. Ich freue mich auf dich, schick dir eine Umarmung und wünsche dir noch einen super, super schönen restlichen Tag. Mach's gut und bis ganz bald. Deine Mareike. So schön, dass du heute mit dabei warst. Melde dich jetzt unbedingt an für die Feed Your Heart Challenge unter www.dr-awe.de, www.dr-awe, www.wasser.de/heart, wie das englische Wort für Herz. Ich freue mich riesig, wenn du mit dabei bist und gemeinsam mit tausenden anderen Menschen deinen emotionalen Hunger löst,
dich selber wieder lieben lernst, dich wieder gesünder ernährst und mit Leichtigkeit deine neuen Gewohnheiten umsetzt.